Und wo fahren wir jetzt hin? Ich will wissen, du hast gesagt Überraschung. Ivan, du weißt ganz genau, wo wir hinfahren. Aber ist das schön warm und gibt es Luftballons und Pommes? Ivan, wir haben Spätherbst, es regnet, draußen sind 2 Grad. Nein. Oh. Bist du böse auf mich, weil ich musste Pipi zum 5. Mal? Ivan, ich halte alle 10 Minuten an. Alle 10 Minuten hier und ich kann jetzt jede Autobahnraststätte zwischen Frankfurt und Nürnberg. Danke. Hast du noch 50 Cent für die nächste Raststätte? Nein, da halte ich hier an am Straßenrand, da darfst du hier in den Busch pissen. Ich kriege immer schöne Wertmarke. Die können wir sammeln und dann kaufen wir schöne... Ja, da kaufst du dir dann wieder so ein Schmusetier. Ich kenne dich doch. Ja. Dann sind wir bald da. Ja, also lange dauert es nicht mehr. Hoffe ich. Und danach gehst du auch mal zum Urologen, lässt mal deinen Pipi-Mann untersuchen. Das ist ja nicht normal, hier alle zwei Sekunden aufs Klo gehen zu müssen. Sind wir jetzt bald da? Wir sind gleich da, Ivan. Wann? Geh mir nicht auf die Nerven, Ivan. Ich weiß es nicht. Ich war ja noch nie in Nürnberg. Aber hier steht, laut Navi, ja, müssten gleich da sein. Noch 2 Kilometer. So, bist du jetzt zufrieden? Okay. Krieg ich dann Pommes? Das ist doch Borscht heute Morgen. Ja, aber das war von gestern und hat geschmeckt wie von vorgestern. Hallo, liebe Zuschauer. Training Man. Ivan, hier stehe ich. Ist andere Kamera, ist jung geworden. Was ist das für ein Knopf? Ja, weil du dich mit deinem dicken Arsch auf die andere gesetzt hast. Ja, jetzt muss halt mal mit dem Modell zurechtkommen. Ich kann sehen, deine Zahnlücke. Ivan, drück hier nicht Liebe einfach rum. Liebe Zuschauer, willkommen zu Vlog von Rasputin und beliebter Vlog Ivan. Ja, also willkommen zur neuesten Ausgabe von Rasputin und Ivans Vlog. Schön, dass ihr dabei seid. Ja. Mein neues Haus. Ivan, darüber macht man keine Witze. Ja. Ich möchte erstmal erklären, warum ich hier eigentlich bin oder wo ich überhaupt bin. Ja, also ich bin heute in Nürnberg für euch, ja, auf dem Reichsparteitagsgelände. Ja, hier haben immer die Parteitage der NSDAP stattgefunden. Ja, also wir können sagen, wir sind hier am bösesten Ort der Welt, ja, am dunkelsten Ort der Welt. Also hier, wo der Antichrist persönlich in Erscheinung getreten ist und sich hat feiern lassen, ja, und ja, ihr werdet euch fragen, ja, was mache ich hier? Ja, ich meine, ich bin ja ein Russe, mir muss es wirklich hier schlecht gehen an diesem Ort, ja, also mir muss es ja kalt im Rücken runterlaufen. Ja, mir ist kalt. Gehen wir wieder Auto. Ja, es ist ja auch November. Ja, also da ist es natürlich, dass es kalt ist, Ivan. Ja, aber ich mache hier eine Auftragsarbeit, ja, im Auftrag des hessischen Kultusministeriums. Ja, ich habe einen Auftrag bekommen, dass ich ein Lehrvideo drehe für hessische Schülerinnen und Schüler. Ja, der 8. Für hässliche Schüler? Nein, ja, das passt. Für hessische. Ja, wir sind im Bundesland Hessen. Also wie gesagt, das Kultusministerium hat mich damit beauftragt, einen Lehrfilm zu drehen, ja, für die 8. und 9. Klassen. Die haben sich gesagt, okay, YouTube-Star, Rasputin Stohwasser, populäres Gesicht, ja, der kann ihnen bestimmt auch die Grauen des Krieges eher näher bringen. Wahrscheinlich Gold Miro war zu teuer. Ich bin ja auch ein Russe, ja, also bei mir ist es auch authentisch, wenn ich mich vor diesem Ort fürchte und es mir... Oder die Außenseiter. Sag mal, Ivan, hörst du mir überhaupt zu? Ich höre zu. Kannst du keinen Respekt zeigen vor diesem Ort? Okay. Ich meine, das ist einer der schlimmsten Orte der Welt. Ja, und hier internationaler Messebau. Ja, also, und das ist ja hier der Punkt, auf das ich ja auch mal zurückzukommen will. Ja? Also ich meine, das muss ich mal vorstellen. Ja? Also hier haben Reichsparteitage stattgefunden. Das heißt, hier oben stand Adolf Hitler, ja, euer Führer. Ja? Und er hat hier auf dieser Allee, dreh dich doch mal um, zeig doch mal hier die Straße. Ja? Also er hat hier... Hui! Ivan, hier steht. Hui! Standen dann die Parteigenossen, ja, also wir halt haben geschaut auf Nürnberger Versicherungsgruppe, ja, weil wollten Versicherung, falls passiert was. Also weder hier die Easy Credit Arena noch die Versicherung war früher da. Das war hier alles ein Aufmarschgelände. Geh mal hier rüber, ja, das sieht man ja asphaltiert. Hier ist da die Wehrmacht vorbei marschiert, so ratsch, 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 ja, und alle Deutschen halt so, ja, mit Gruß halt, ja.
Und früher fanden hier auch noch Autorennen statt, beziehungsweise finden hier immer noch statt. Ja. Oh, Nürburgring im Fernsehen. Nein. Doch, Nürburgring, nein, Formel das ist, 1. Das ist der Nürnberg. Ach, was weiß ich, wie der heißt, das ist ja zumindest nicht. Also hier ist das ist der, wenn dann hier Norrisring und DTM, ja. Also müsst ihr euch vorstellen, ja, was das, wie pervers das ist, ja. Das ist hier der schlimmste Ort auf Gottes Erden, ja. Wir gehen hier auch gleich nochmal zu dem Ort, wo sich der Antichrist hat feiern lassen, ja. Der absolut schlimmste Ort auf Erden. Und die Deutschen haben nichts Besseres zu tun, als diesen Ort für Automobilrennen zu missbrauchen. Ich meine, wie beknackt seid ihr eigentlich, ja? Schämt ihr euch denn nicht? Ja, also wir unsere jetzt wieder Eins. In Auto? Ivan, deine Landsleute, ich meine, du hast ja inzwischen einen deutschen Pass, du hast uns ja verraten, ja. Aber ich meine, unser Blut, ja, wurde geopfert, ja, damit hier dieser Ort befreit wird, ja. Und ihr macht daraus hier einen Vergnügungstempel. Schatzhackt! Oh, Vergnügungstempel, gib Popcorn. Oder Crepe. Crepe. Nein, ja. Also Ivan, dafür stehe ich wirklich kein Spaß. Ich meine, schau dir jetzt doch mal an, wie das hier aussieht, ja. Das ist ja eigentlich beklemmend und beängstigend, ja. Na gut, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter, ja, damit wir auch sehen, was für eine tolle Aussicht er hatte, ja. Und ja, dann lasse ich mich mal ein bisschen feiern, ja. Bis gleich. Und Ivan, darüber macht man echt keine Witze. Also ich finde... Mir ist egal. Durch diese mächtige Tür schritt Adolf Hitler. Oh, guck, da steht für Holger, jeder nicht dabei war. Peace. Da kann man mal sehen, ja, mit was für einem fehlenden Respekt, ja, die Deutschen ihre eigene Geschichte hier behandeln, ja. Wie kann man an so einem historischen Ort so eine Scheiße an die Wand schmalen, ja? Auch aus genau aber diesem Frieden. Grund. Aus genau diesem Grund wurde ich auch damit beauftragt, hier mal ein Lehrvideo zu machen, damit auch wieder der Respekt und die Würde von diesem historischen Ort hier zurückkommt, ja? Von diesem grausamen Ort, von diesem schrecklichen Ort. Naja, zumindest Adolf Hitler kam dann hier raus. Oh, und, also schöne Aussicht. Ja, genau. Und stell dir vor, hier überall Menschen. Wohin du schaust, nur Menschen. Aber ich sehe keine Menschen. Ja, das musst du dir ja vorstellen. Ja, das war ja auch hier vor 70 Jahren nur Menschen halt. Ja, er kam hier zumindest raus, Brust raus, ja, seinem steifen Gang. Und überall, ja, hier, gute Sieg, Dingsbums und sowas. Ja. Aber nein, ich glaube, die haben immer gerufen, dass er sich heilen soll. War verletzt? Das ist ein alter römischer Spruch, ja. Also da hat man sich gesagt, Heil Cäsar, ja, und hat man sich gegrüßt. Und er fühlte sich ja wie Cäsar, also hat er sich dann halt auch mit Heil ansprechen lassen, ja. Er war halt ein bisschen größenwahnsinnig. Also wie Onkel, nur Heil. Adolf Hitler war geisteskrank, ja, und der war ein bisschen größenwahnsinnig und er hat sich halt mit Cäsar verglichen, ja. Der hat halt nicht kapiert, dass der wirkliche große Meister des 20. Jahrhunderts, der wirkliche große Führer war halt Stalin. Aber Cäsar kenne ich. Tante Anna hat Hund und der ist immer Cäsar. Ja, Cäsar hat doch jetzt nichts mit Adolf Hitler zu tun. Ich möchte ja nur erklären, woher dieser Heilspruch kommt. Okay. Und jetzt hören wir zu. Er hat zumindest hier dann auf diesem Balkon stand, da war dann hier so ein Mikrofon, ja. Und dann er so... Ja, hat halt seine Hassparolen in die Menge gebrüllt und die haben ihm halt zugestimmt, ja. Und Adolf Hitler war ähnlich beliebt wie Rasputin Sturmwasser. Ja. Das muss schon ein tolles Gefühl sein, ja. Also wenn man hier oben steht und... Hunderttausende Menschen schreien einen zu, jubeln einen und lieben einen. Also das muss schon ein warmes Gefühl ums Herz sein. Und warme Gefühl in Hose. Und viel Gänsehaut. Ich ja. Muss pipi. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das prickelt. Und mir ist kalt. Hast du noch Snickers? Ivan, geh jetzt einfach mal kacken oder verpiss dich oder geh was essen. Ja, lass mich jetzt mal eine Minute allein für diesen Moment für mich. Okay. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на севере. Ja, Rasputin ist niemand hier, der dir jubelt. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, manchmal denke ich, du bist groß und wahnsinnig. Warum? Als du standst auf der Tribüne und gerufen hast,
das ist mein Land und alle macht dem Rasputin, habe ich gedacht, das ist nicht dein Land, das ist Deutschland. Also erstmal Ivan, ja, also das habe ich erstmal gar nicht gesagt, ja. Und zweitens, man kann ja wohl mal, ich muss mich ja reinfühlen in Adolf Hitler, ja. Ich muss mich ja reinfühlen in seine Psychowelt, ja. Ich muss ja reinfühlen in sein beknacktes Gehirn, ja, um den Schülerinnen und Schülern näher bringen zu können, was für ein Psycho das war, ja. Und wenn jetzt hier in einer halben Stunde das richtige Kamerateam kommt, ja, dann erwarten sie ja auch eine professionelle, ich muss mich auch warm machen und auch warm reden und du missverstehst das. Gib mir den Auto. Was macht diese? Oh, jetzt, du hast schöne Zähne. Ivan, hör mal auf, da jetzt dran rumzuspielen, ja?